Willkommen bei Meyers TV. Heute das Thema: Was passiert mit deinem Essen? Ich habe hier 7 verschiedene Punkte. Zum Beispiel, wir fangen mal mit dem Beißen an. Du nimmst dir einen Riegel und beginnst ihn zu essen. Klar, ihr kennt das, wenn ihr essen wollt. Was macht ihr denn dann? Ham, ham, ham. Nennt man kauen. Im Mund zerkleinerst du den Riegel und vermischst ihn mit Speichel. Speichel ist das, was manchmal die Flüssigkeit aus dem Mund, die einen so rausläuft, wenn man was Leckeres riecht und man wie ein Zombie zum Essen laufen will. Ja. Dort wird der Riegel schon leicht verdaut, also er wird weich gemacht. Es gilt, gut gekaut ist halb verdaut. Dann hat der Magen weniger Arbeit. Punkt 3. Das Schlucken. Schluckt niemals große Teile quasi, weil ihr könnt damit eure Speiseröhre verstopfen. Die Speiseröhre liegt direkt an der Luftröhre und damit wird auch die Luftröhre abgedrückt und dann seid ihr am Ersticken. Habt ihr bestimmt mal erlebt, wenn ihr mal ein bisschen zu viel, wenn ihr zu schnell gegessen habt, mal rein, 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 rein. Und aber dann war es einfach zu viel, es war zu viel in der Speiseröhre, ihr habt eine Verstopfung gehabt. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich mache jetzt mal einen merkwürdigen Vergleich. Ihr haut einen ganzen Topf Essen, weil es blöde geworden ist, in die Toilette. Und auf einmal, ihr spürt, und auf einmal kommt das Zeug hoch und so immer höher. Dann, und sorgt euch, oh Gott, die Toilette läuft gerade aus. Es war einfach zu viel auf zu kleinen Raum. Irgendwann schiebt sich ein Teil nacheinander durch und aber plumm ist es durch. Und dann ist alles wieder gut. Und so ist es mit der Speiseröhre. Man kann es mit der Toilettenspülung vergleichen. Auch wenn das ein bisschen ekelhaft ist. Das zerkaute Essen wird durch die Speiseröhre in den Magen geschoben. Das schafft die Speiseröhre, weil sie teilweise aus Muskeln besteht, also Kontraktionen nennt man das. Wenn sich etwas. Habe ich hier irgendwas? Stellt euch das als Speiseröhre vor. Und das wird immer so mit Muskeln bewegt. Und dementsprechend rutscht das, was hier drin ist, runter. Das, was hier irgendwie feststecken bleibt, wird dann zusammengedrückt und wird weitergerutscht, bis in den Magen rein. Leichter konnte ich das jetzt nicht aussagen. Das hätte ich Fachbegriffe nennen müssen. Im Magen. Die Wand deines Magens besteht zum Teil aus Muskeln. Deswegen kann er die Riegelmasse durchkneten. Das ist so, wenn ihr Gehacktes macht oder Teig, muss ja nicht Gehacktes sein. Teig zum Beispiel. Wenn ihr Kekse macht oder Kekse backt und ihr macht so und so und so, das ist der Magen, das macht der Magen auch, damit das eine gewisse Form annimmt, um leichter verdauen zu können, um leichter verarbeitet zu werden. Dabei wird sie mit Magensäure vermischt. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Teig macht und der ist ein bisschen fest und macht da ein bisschen Wasser rein, damit er etwas flüssiger wird. Diese Säure wird ebenfalls in der Magenwand hergestellt. Nummer 5. Die Verdauung im Dünndarm. Die Riegel sind jetzt ein schleimiger Brei, nachdem sie lange vermischt wurde im Magen. Der besteht zum Beispiel aus Fetten und Kohlenhydraten. Fett ist das, was hier so anschlägt. Kohlenhydrate ist das, was euch Energie bringt zum Bewegen. Um den Arm zu bewegen, um die Beine zu bewegen. Das sind Kohlenhydrate, Energieträger. Zucker wird daraus auch umgewandelt, damit ihr denken könnt. Damit ihr das, was ihr liest und das, was ihr denkt, auch aussprechen könnt. Damit ihr gerade aussehen könnt und nicht 5 Bilder sehen könnt, weil ihr einfach unter Zucker seid. Deswegen ist Nahrung wichtig. Die Nährstoffe werden weiter aufgelöst
und von der Wand des Dünndarms aufgenommen und dann im Blut abtransportiert. Nährstoffe sind zum Beispiel Vitamine, Vitamin A, B, C, Vitamin D zum Beispiel, obwohl Vitamin D auch durch die Haut aufgenommen wird, durch Sonneneinstrahlung, kann man aber auch künstlich, Koffein auch zum Beispiel, wenn man Kaffee trinkt oder Cola. Also diese Feuerwehrzentrale geht mir langsam sowas von auf die Nerven, da drüben. Nummer 6. Verdauung im Dickdarm. Der Dickdarm nimmt Mineralstoffe auf. Außerdem entzieht er der Nahrung, der Nahrungsbrei, die Flüssigkeit. Somit ist euer Stuhl, also das, was hinten rauskommt, in der Regel fest. Und die Flüssigkeit wird durch die Niere ausgeschieden und kommt durch euer Geschlechtsorgan, also an euren Geschlechtsorgan oder in euren Geschlechtsorgan raus. Je nachdem, ob ihr Männchen oder Weibchen seid. Und zwar nicht nur die, die im Festen und Trinken steckten, sondern auch die, welche im Mund und Magen zuvor abgegeben worden sind beim Essen. Der Nahrungsbrei wird dadurch fester. Durch Vitamin B12 ist ein Vitamin der Leber, B12? Nee. Nee, B12 ist was anderes. Auf jeden Fall, durch ein Vitamin der Leber, durch einen Zusatz, wird der Brei quasi auch braun. Auf der Toilette. Etwa nach einem Tag erreichen die Überreste des Riegels deinen Enddarm. Du musst auf die Toilette und ja, hältst eine Sitzung, so wie sie eben kennt. Einen Teil der Flüssigkeit scheidet die Blase aus. Wusstest du, dass es im Darm eines Menschen etwa so viele winzige Darmbakterien gibt, wie er selbst an Körperzellen hat? Und wusstest du auch, dass die langsamste Verdauung aller Säugetiere, das Faultier hat, seine Nahrung bleibt 6 Tage im Magen. Die von einem Menschen bleiben ungefähr so 22 Stunden, 20 bis 22 Stunden dauert die Verdauung bei uns im Magen, also im Körper. Und wusstest du, dass der Pottwal einen etwa 300 Meter langen Darm hat? Ihr müsst euch mal vorstellen, einen Darm, der fast so hoch ist wie der Fernsehturm in Berlin. Das ist schon lang, oder? Das ist wirklich sehr, sehr lang. Das war so ein Thema, was passiert mit deinem Essen. Viel Spaß!